Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rosetti will predigen. Der Serie, wo ich mich kritisch mit den Beiträgen von Sarah Bosetti auseinandersetze und aufzeige, wie sehr die deutsche Satire mittlerweile auf den Hund gekommen ist. Russland hat ein Gespräch des deutschen Militärs über den Marschflugkörper Taurus abgehört und geleakt. Und nun sind alle in Aufruhr. Was aber bis jetzt niemand wusste, die veröffentlichte Audiodatei enthält nur einen Teil des Gesprächs. Das Gespräch geht noch weiter. Und mir liegt exklusiv eine Abschrift des zweiten, noch unveröffentlichten Teils vor, die ich natürlich gerne mit euch teilen möchte. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Also ich schaue mir das ja vorher nicht an, aber ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte sehr, sehr Schlimmes. In der Abhöraffäre zum Marschflugkörper Taurus. Offenbar nahmen an der von Russland aufgezeichneten Besprechung nicht nur hochrangige Vertreter der deutschen Bundeswehr teil, sondern es schalteten sich im Anschluss noch bedeutende Namen aus der deutschen und internationalen Politik zu. Unter anderem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und aus irgendwelchen Gründen der amerikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump waren Teil des Gesprächs. Hier eine detailgetreue Rekonstruktion mit allen Beteiligten. Darf ich auch mal was zum Thema sagen? Ja, Herr Scholz, das wäre doch mal was Neues, wenn Sie zu wichtigen Themen auch mal was sagen würden. Was wollen Sie denn sagen? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich finde, der Taurus sieht ziemlich cool aus. Sind Sie sicher, Herr Söder? Der Taurus ist grün. Dunkelgrün sogar. Man könnte sagen, eine Mischung aus Schwarz und Grün. Ah, wenn das so ist, können wir ihn auch an die Ukraine abgeben. Wir wollen kein Schwarz-Grün. Nee, wenn, dann wollen wir Grün-Schwarz. Ich dachte, wir wollen der Ukraine helfen. Gott, ist das dumm. Also, was soll man dazu noch sagen? Aber ohne Kriegspartei zu werden. Wir wollen den Ausgang eines Krieges beeinflussen, ohne durch den Krieg beeinflusst zu werden? Genau. Wir helfen der Ukraine genau so viel, dass Putin es so gerade nicht merkt. Aber wenn die Ukraine gewinnen würde, dann würde Putin es doch merken, oder? Davon ist auszugehen. Also ist das keine Option. Doch, das ist das Ziel. Das ist keine Option. Die Ukraine wird nicht gewinnen. Zumindest nicht in der Form, was sie selbst als Sieg definiert hat. Nämlich eine Rückeroberung der Krim. Das wird nicht passieren. Nicht erreicht werden darf, weil Putin dann merken würde, dass... Could somebody explain to me what's going on? Nein. Na gut, wir sprechen darüber, ob eine weitere Waffe in die Ukraine geliefert werden soll. Ukraine is a beautiful city. Is it in the US? Nein, die Ukraine liegt nicht in den USA, Herr Trump. So don't give them anything, just build a wall. Was halten Sie von der Idee, Herr Söder? Woher soll ich das wissen? Oder gibt's da schon Umfragen zu? Könnten wir mal wieder zur Sache zurückkommen? Nee, lass uns lieber noch ein paar böse Sachen über Putin sagen, weil wir uns so sicher sind, dass wir nicht von den Russen abgehört werden. Hihi. Okay, du fängst an. Ich will nur kurz daran erinnern, dass ich auch in der Leitung bin. Oh, gut. Dann war's das wohl mit der Besprechung für heute. Ich halte fest, wir könnten den Taurus vielleicht doch an die Ukraine liefern, außer er ist zu effektiv. In dem Fall lassen wir ihn hier und malen ihn an, damit Herr Söder sich nicht gestört fühlt. Okay, guter Plan. Nein, der eigentliche Punkt ist, dass wir deutsche Soldaten mitliefern müssten, die den dann bedienen, da die Ukrainer das schlicht und ergreifend nicht können. Das ist der Grund, warum wir keine Taurus liefern. Es zumindest einige Politiker in der Ampel mit ein bisschen Restverstand gibt, wie beispielsweise Olaf Scholz, die nicht wollen, dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen und dann, also das Beste, was passieren könnte, wäre das Beste in ganz fetten Anführungszeichen, dass Russland nur diese Soldaten, die in der Ukraine stationiert sind, dann als legitimes Angriffsziel sieht und ja, dann sehr viele deutsche Soldaten tot nach Deutschland zurückkehren. Oder das Schlechteste wäre, das schlechteste Szenario wäre, dass Russland dann auch ja, eventuell Ziele in Deutschland als legitime Angriffsziele betrachtet. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, da Russland dafür, glaube ich, zu rational ist, um so eine große Eskalation zu suchen. Aber ja, Scholz will halt keine deutschen Truppen in die Ukraine senden. Das ist das Problem. Dafür bräuchte es auch ein Bundestagsmandat. Auch das will man nicht, dass solche Diskussionen auf die große Ebene getragen werden, dass es da Diskussionen im Parlament gibt und dann AfD und BSW da polemische Reden gegenhalten können. Das will man alles verhindern. Man will diese große Debatte auch verhindern. Und deswegen stemmen sich halt Leute wie Olaf Scholz dagegen, weil sie genau wissen, was für Konsequenzen das hätte. Aber die Kriegstreiber, die ficht das nicht an, die ja, werden Deutschland immer weiter in diesen Krieg hineinreiten wollen. Was stimmt mit euch? Tschüssi. Schockierend. Was würde Putin wohl sagen, wenn er diesen Teil des Gesprächs auch kennen würde? Insgesamt finde ich die Aufregung über das Abgehörte. Ja, das ist, was gerade einer im Chat schreibt, das ist ja das Schlimme an dem Leak. Da wurde diskutiert, wie man das so bewerkstelligen kann. Also das war noch ziemlich abenteuerlich,
Konstruktion. Beispielsweise die Offiziere fahren mit ihrem Auto nach Polen und übermitteln dann an der ukrainisch-polnischen Grenze den Ukrainern die Daten. Also ziemlich absurde Vorschläge, die da teils kamen. Aber das war ja der große einer der Skandale an dem Gespräch, nämlich dass die Offiziere besprochen haben, wie man Deutschland an diesem Krieg beteiligen kann, wie man die Taurus dahin liefern kann, ohne dass es allzu sehr nach einer deutschen Beteiligung aussieht. Also, dass die Bundeswehr trotzdem alles technisch Wichtige macht, ohne dass die Soldaten unbedingt in der Ukraine vor Ort sein müssen, sondern ja, dass man das irgendwie technisch anders löst. Und da waren einige abenteuerliche Vorschläge darunter, aber auch der Vorschlag darunter, ach, die Briten sind ja schon vor Ort, können die das nicht machen? Gespräche ein bisschen übertrieben. Vor allem über den ersten Teil, da reden halt Militärexperten darüber, was ein Waffensystem kann. Surprise. Es stellt sich nach diesem Leak doch eigentlich nur eine große Frage. Es stellen sich natürlich auch ein paar kleinere Fragen. Die größte Frage, die sich stellt, warum reden die Militärs 4 Monate, bevor sie die deutschen Minister informieren, über ihre Pläne, Taurus in die Ukraine zu liefern? Wieso werden Pläne zuerst mit den Amerikanern besprochen und nicht mit dem dafür zuständigen deutschen Minister? Das ist die eine große Frage. Ah, die wird Bosetti jetzt wahrscheinlich nicht stellen, weil es ihr nicht darum geht, hier aufzuklären, sondern weil es ihr darum geht, das Regierungsnarrativ zu verteidigen und den ganzen Skandal hier runterzureden. Zum Beispiel, wie konnte das passieren? Was muss sich ändern, damit so etwas nicht wieder passiert? Und wieso haben Sie in der Konferenz nicht wenigstens ein paar Putin-Pimmelwitze gemacht, damit sich die Empörung auch wirklich lohnt? Solche Sachen. Aber die eine große Frage, die sich alle stellen sollten, ist doch: Was will Putin? Was bezweckt er damit, dass er das Leak veröffentlichen lässt? Er will natürlich Zwietracht säen. Ja? Ja, also wir fragen uns kein, was abgehört wurde, sondern nur, dass Putin darüber reden. Ja, Satire Deutschland 2024, reinste Regierungspropaganda. Er will, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien Stress miteinander kriegen und er will, dass Deutschland sich innenpolitisch zerstreitet. Und wenn man weiß, was Putin will, wäre es dann, verrückte Idee, ich weiß, wäre es dann nicht klug, genau das Gegenteil zu tun? Das war Putin wäre bestimmt auch dafür, wenn man ihn fragen würde, sollten wir solche Regierungspropagandisten wie Sarah Bosetti entlassen, dann würde er wahrscheinlich auch ja sagen. Dementsprechend Gegenteil tun und sie öffentlich-rechtlich lassen. Nein, auf keinen Fall. Wir sollten nicht das Gegenteil tun. Es sollte uns relativ egal sein, was Putin will, sondern wir sollten darauf achten, was in unserem Interesse ist. Und solche Leute wie Sarah Bosetti, die gehören einfach entlassen. Diese Leute, wie gesagt, reinste Regierungspropaganda. Das hat im Öffentlich-Rechtlichen nichts verloren, was hier passiert. Also ziemlich eindeutig.